Ja, ich möchte gar nicht so viel über das gesamte Spiel verlieren. So viele Worte. Ich möchte einfach nur sagen, dass die Leistung von heute einfach nur die Mannschaft ist, die wir sehen wollen, wie wir uns selber sehen wollen und wie wir uns den Zuschauern präsentieren möchten. Und da gilt es dann, nichts Negatives aus diesem Spiel mitzunehmen, beziehungsweise die Niederlage schmerzt dementsprechend sehr, sondern all das, was wir umgesetzt haben, im positiven Sinne mitnehmen und dann am Samstag auch wieder umsetzen. Ja, ich denke, wir haben all das umgesetzt, was der Trainer von uns verlangt hat, was die Fans von uns verlangt haben. Ich denke, wir haben Kampf, Einsatz und noch Fußball dazu gespielt. Erste Halbzeit war super, hätten wir nur das Tor machen müssen. Der Elfmeter unglücklich, okay. Vielleicht waren wir in der einen oder anderen Aktion zu motiviert. Das passiert, wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Zweite Halbzeit wurde der Druck ein bisschen größer. Wir haben trotzdem noch ein, zwei Chancen durch Sylo. Und ja, am Ende machen wir dann auf, dann kriegen die Chancen. Aber ich denke, wir haben das gut gemacht, wir können auf die Leistung aufbauen und das war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Also ich finde, dass wir es auf jeden Fall mal wieder gut gemacht haben, die letzte Leistung gegen Sandhausen, die ja unterirdisch war. Und wir wollten uns heute reinhängen, wir wollten Gas geben und das haben wir auf jeden Fall gemacht. Ich fand, es war unglücklich, wir hatten auch Chancen, wo wir hätten Tore machen können. Und müssen wir jetzt abhaken, aber es war wichtig, dass wir jetzt eine Reaktion gezeigt haben nach dem Sandhausen-Spiel.